Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei FIFA Orakel. Wir melden uns zurück aus der Pause und mit mir meine ich natürlich mich und den Coily. Moin. Und wir orakeln für euch. Köln gegen Mainz nach dieser Länderspielpause. Diese dunklen Wochen müssen ja jetzt auch wieder vorübergehen und wir zeigen natürlich Fußball und haben uns dafür dieses Spiel ausgesucht, das siebte gegen den neunten. Ich muss nur leider mal, weil wir echt lange nicht mehr gespielt haben, aufgrund von Stress und hast du nicht gesehen, kurz einmal in die Steuerung, weil die bei mir leider falsch eingestellt ist. Ich mache jetzt trotzdem schon mal fortsetzen, ja. Ja, es ist okay. Hast jetzt ja auch 45 Sekunden Zeit, ne? Ja, okay, das Spiel des siebten gegen den neunten. 18 Punkte hat Kölle, 17, nee, 16 Punkte hat Mainz. Sollte Köln dieses Spiel gewinnen und sonst da oben keiner gewinnen, dann könnte Köln tatsächlich auf Platz 4 vorrücken. Platz 4 wäre Platz 4. natürlich für Köln viel zu hoch, aus meiner Sicht. Spielen ja eine gute Saison. Spielen eine gute Saison, aber was passiert, wenn im Endeffekt jemand, der nicht Champions League tauglich ist, Champions League spielt? Die sehen wir gerade ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, bei Gladbach, nicht weil sie nicht Champions League tauglich sind, sondern einfach, weil sie momentan. Ja, bei Gladbach war einfach der Start so dermaßen schlecht, dass man das so sagen kann, ja. Der Start. Zuletzt ja gegen Juventus eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Nein, nein, das ist richtig. Trotz alledem würde ich sagen, Köln hätte weder die Mittel, sich so stark zu präsentieren, noch. Wow! Oh, Kopfballabwehr gerade mal. Von meinem Torwart. Modest hätte da fast ein Knipserchen gemacht mit dem Kopf. Und das wäre gar nicht mal so ungewöhnlich gewesen, denn Modest. Köln, die Mannschaft mit den meisten Kopfballtoren, sechs an der Zahl, hat aber auch die meisten kassiert, sechs an der Zahl. Kopfballtore. Ja. Und Modest, wie viele hat er da geschossen? Kopfballtore weiß ich nicht, aber Tore hat er eine Menge gemacht für Köln. Auf jeden Fall ein Transfer, der sich mehr gelohnt hat als Uca für die Bremer. Das ist richtig. Zumal die Heck Bremer noch ja mit der wirklich, Ecke. ja wirklich ganz schlecht aussehen momentan. Ich sage, bei uns erwartet ja so ein sehr, sehr spannendes Spiel. Aber ich kann dir natürlich nochmal sagen, das letzte Bundesligator, was die Kölner gegen die Mainzer erzielt haben, weißt du, wer das geschossen hat? Ich will jetzt gerade in Mali, aber es geht ja gar nicht. Nein, erzähl. Jetzt denk einfach mal an eine Kölner Vereinslegende. Was, Poldi, ernsthaft? Es war tatsächlich Lukas Podolski. Das heißt, du siehst, die Kölner gegen die Mainzer tun sie sich ein bisschen schwer. Ein bisschen schwer, trotz alledem. Siehst du, es wird für mich auch nicht leichter, weil die Kölner vor meinem Tor stehen und ich mich frage, ja, wie soll es denn da nicht weitergehen? Ich nehme sogar an, dass, oh, das war wohl ein bisschen geschoben, dass die Kölner doch schon Favorit sind, obwohl beide Mannschaften zuletzt, also ich glaube seit Ende Oktober, so ungefähr im Gleichschritt marschieren, was so viel heißt. Sie verlieren tendenziell gleich oder gewinnen tendenziell gleich, also von der Tordifferenz auch. Und ist auch im Gleichschritt, was das Pokal aus anbelangt. Sind beide ausgeschieden in der Ja, zweiten ich glaube Runde? ja. Muss ich zugeben, wusste ich gar nicht mehr. Ich habe zwar die Pokalspiele ge das heißt gesehen, aber ich, doch, ich habe sie gesehen. Aber daran erinnern, dass Köln und Mainz ausgeschieden sind, das Kunststück habe ich nicht verbracht. Dabei hätten wir aber fast gerade ein Kunststück gesehen. Dieser Schuss auf das Tor von Loris Karius, aber eher, naja, Ambitioniert. ambitioniert. Aber Karius und Horn, die beiden jüngsten Stammtorhüter der Bundesliga. Werden wahrscheinlich auch nicht auf Dauer bei denen bleiben. Wobei Horn ja. Horn kam nicht ursprünglich von Köln. Ach doch, komm, Horn kam von Köln. Wer kam denn nicht von. Ach, Kraft war das, genau. Kraft von Hertha, der kam ja von den Bayern. Da war Der er. kam von den Bayern, ja, richtig. Aber den behandeln wir gerade gar nicht. Nein, nein, es war aber irgendwas auf der gleichen Niveauebene, nur dass man sagen würde, dass Mainz und Köln momentan. Ja, Hertha den Rang abgelaufen haben, aber das stimmt ja auch nicht. Hertha ist ja auch da oben. Kann man so sagen. Also, das ist diese Saison alles ein bisschen anders, als man sich das so vorgestellt hat, nehme ich einfach mal an. Schöne Flanke! Oh! Knappes Ding. Habe ich Glück, dass ich hier den Karius im Tor habe. Der Bittencourt ärgert sich zu Recht. Der Goalgetter vom Herrn hier jetzt gerade mal nicht gewesen. Sonst aber glaube ich auch eher nicht. Kann man sich Ehemaliger zumindest. Dortmunder, ehemaliger Hannoveraner und jetzt Kölner, wie es aussieht, ne?
Überleg gerade, Bittencourt. Wie viele Tore hat er für Dortmund geschossen? Boah, ich glaube, der hat ja nie Stamm gespielt bei Dortmund, glaube ich. Stamm nicht, aber hat er. Aber ich glaube, viele Tore wird er auch nicht geschossen haben. Nee, und bei Hannover hat er sich ja anscheinend auch nicht bewährt, deswegen. Zumindest haben sie ihn. Oder sind sie dabei, oder haben sie ihn verkauft? Ja, sie haben ihn verkauft, ne? Er ist keine Laie. Ja, ja, doch, ich glaube, der ist verkauft. Man sieht, wir müssen uns auch erstmal wieder einfuchsen. Oh, aber der war gefährlich. Kam der Ball nicht vom eigenen Mann? Man merkt aber auch, die Teams, auch wenn man es jetzt von der Statistik nicht merkt, aber sie sind von den Punkten wirklich komplett gleich momentan. Zumindest von FIFA eingestuft. Gewertet, wenn man das mal so sieht. Momentan ist Übergewicht die Kölner. Viele Ecken, wenig Tore. Ja. Die Kölner probieren es wie die Kieler. Standardsituation ist das Maß aller Dinge. Oh, und da ist auch schon wieder der Ball weg. Meine Güte, hier komme ich aber auch nicht raus. Ist, wenn ich bald was passiert, ist das hier ganz flott irgendwann geritzt. Oh, da war ein Fehlpass. Da ist wieder ein Fehlpass. Sofort, oh, aber das war ja auch schlecht gespielt von den Kölnern. Jetzt haben die Mainzer mal ein bisschen Zeit und Ruhe. Hätten vielleicht sie vor gerne. Der Pause noch den Akzent zu setzen, wollte ich gerade sagen. Aber da dann der Ball doch wieder weg. Und dann aber aufgepasst hinten. Ich weiß gar nicht, wer es denn letzten Endes war. Was ist das denn gewesen? Zwitski, Jairo, irgendwer, einer von den beiden hat da gerade eben aufgepasst. Ja, 40. Minute, bisher kein Tor, wie die letzten drei Spiele der Kölner gegen die Mainzer. Das heißt aber nicht, dass die Mainzer gerade besser sind, nein. Nein, Bittencourt kann sich immer wieder durchsetzen. Flankt, da ist er doch! Aber Modest, das war nix, mein Freund. Freistehen vor Karius. Er kann sich quasi aussuchen, wo er hinköpft. Aber ich glaube, damit hat er selbst nicht so ganz gerechnet. So sah es zumindest aus. Denn da muss er doch mehr draus machen, glaube ich. Zumindest sollte er als absoluter Goalgetter doch eher ein Tor draus machen. Ich sage jetzt mal, rate mal, was jetzt kommen könnte. Eine Ecke! Hey! Welche Überraschung. Die wievielte ist es? Wahrscheinlich schon die fünfte oder sechste oder siebte. Aber das ist natürlich die letzte Chance, jetzt vor der Halbzeit nochmal was zu machen hier. Du sagst, der psychologisch wertvolle Zeitpunkt muss genutzt werden. Vielleicht ja jetzt mal der Torerfolg für die Kölner. Wer tritt in die Fußstapfen von Lukas Podolski? So titelt Bundesliga.de. Momentan keine. Momentan niemand. Und ich nehme an, das wird die letzte Aktion gewesen sein. Oder dürfen die Mainzer hier nochmal? Nee, sie kommen auch gar nicht über ihr eigenes Drittel. Sie kommen einfach nicht über das Drittel hinaus. Ich glaube, wenn man jetzt eine Statistik über die Verteilung des Balls hätte, ja, und darüber, wo die war, glaube, der Bereich ist so leicht rund um meinen Strafraum. Aber was nützt ja nichts, wenn nichts bei rumkommt. Anthony Modest, zwei Schüsse, dennoch 0-0 zur Halbzeit hier. Ist der schönen Rhein-Neckar, nee, wie heißt die denn? Kölner Energiestadion? Rhein-Energiestadion, ja. Haben wir es doch. Ich meine, immerhin besser der Sponsor als, wie war es bei Mainz noch? Irgendwas Fenster. Ich wollte sagen, irgendwelche Fenster, die da verbaut wurden. Aber Comerius-Fenster oder so. Ich weiß es nicht mehr. Komm, ja, die Domstädter, sie müssen. Ich überlege gerade, kommt der Wechsel? Ich meine, 7 Schüsse, 4 aufs Tor, keiner drin. Ist es vielleicht vorne? Muss ich da was tun? Fragen über Fragen, nichts. Ich bring mal Bart Finnel. So, jetzt überlege ich mal, was ich hier mache. So richtig viel Peilung habe ich gerade nicht, gebe ich zu. So, ich auch nicht, ganz ehrlich. Das sind zwar alles tapfere Recken, aber ich kenne sie nicht. Aber ich bringe Jojic, das ist doch auch so ein Ex-Dortmunder, wenn ich mich nicht irre. Ja, Jojic. Der kann hier vielleicht nochmal was ankurbeln. Was haben wir denn da vorne? Mucho? Nee, ich glaube, das bleibt alles so. Das Spiel setzen wir erstmal so weit fort. Jojic ja vielleicht auch wirklich nur eine Leihgabe, da bin ich mir jetzt auch schon wieder nicht sicher. Vielleicht haben die Kölner den aber auch gekauft. Ich wollte sagen, ich kann es mir vorstellen, dass sie den definitiv gekauft haben, aber ich bin... Dafür bräuchten wir jetzt unseren Spieltagsexperten Joschman, der leider nicht zugeschaltet ist. Der leider nicht zugeschaltet ist und unseren Chris Bro haben wir auch nicht. Nee, leider nicht. Leider übernimmt Chris Bro nicht in der Halbzeit und kann die wichtigen Fragen klären, wie zum Beispiel, wie hoch die Kölner Domspitze heute noch ist und ob sie früher vielleicht mal höher war. Aber, und ob das überhaupt einen Einfluss auf die Göttlichkeit der Mainzer aber schauen wir mal, da ist Modest durch. Sieht! Oh, da sieht kommt jemanden, aber trifft ihn nicht. Inzwischen, das gibt es nicht. Und jetzt Baumgartlinger, schnelles Umschaltspiel auf Muto. Der sieht Mali. Was kann Mali machen? Zuletzt ja so Mali stark. Mali kann gar nichts machen. Mali sagt sich, ich verliere den Ball. Und da ist Bart Finne eingewechselt.
Oh, erstes Ausrufezeichen aber des Nordländers. Aber auch hier Karius auf dem Posten und dieser Schuss nicht nur weit drüber, da hätten drei Kästen drauf gemusst. Jovic hat es mal versucht, aber wahrscheinlich, weil er nur ein Bankspieler ist, kommt er gar nicht so oft zu Abschlüssen. Da war der von Bittencourt zwar schon besser, aber gut, war er halt auch nicht. Aber ich glaube einfach, Karius hat auch einen verdammt guten Tag. Nicht so ein Baktustag, weißt du? Nee. Hat den Zahn ganz allein für sich, ja? Ja, er fühlt am Zahn der Zeit, er ist ja noch ein Junger. Und hofft, dass die anderen schneller altern. Ja, damit er natürlich der neue Nationaltorhüter wird. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da. Also auch wenn ich nicht glaube, dass... Oh, was war das? Mali kann neu aufbauen nach katastrophalem Fehlpass von, lass mich raten, Bittencourt. Jetzt erstmal Muto. Muto auf Mali. Mali schickt raus De Blasis, aber das wird nichts. De Blasis bleibt stehen und sagt sich, da komme ich doch im Leben nicht ran. Richtig, da hätte ich fliegen müssen und mich beamen müssen, wenn ich da rangekommen wäre. Aber weiter Ball im Spiel, der muss natürlich erstmal rausgespielt werden, bevor wir weitermachen können. Oh, mutiger Einwurf hinten raus, aber sofort wieder das Spiel zurück. Der Doppelpass, der Klassiker, funktioniert halt immer noch wunderbar. Jetzt vielleicht mal auf der Außen. Nagasawa, eingewechselt. Huiuiuiui. Rest wollte, aber Karius da. Wieder einmal, muss man sagen. Was und das wieder denn? Einmal tun sich die Mainzer schwer, den Ball hinten rauszuspielen. Jetzt wieder Mali. Diesmal ein besserer Ball. Und jetzt mal kommt er auch außen bei De Blasis an. Aber wo sind die mitgelaufenen Freunde? Ja, beziehungsweise wo ist die Power, die er brauchte? Für einen weiteren Antritt. Der war irgendwie auch nicht da. Und die Wittig und hoch klären ist jetzt aber auch nicht so toll. Das ist Moritz. Der sieht Mali, der kann schießen, kommt aber nicht dazu. Dann kommt er leider nicht zu. Wird er in dem Moment noch gestört? Hätte vielleicht noch rausliegen sollen, auf links oder auf rechts. Aber auch das klappt nicht. Und auf das jeden Fall, die Mainzer jetzt ein bisschen besser im Spiel, wollte ich gerade sagen, als der Fehlpass kam. Aber auf jeden Fall bewegen wir uns mal auf Höhe des Mittelfeldes ungefähr. Und jetzt der steile Pass! Oh! Und dann war er vorbei. Oh. Es war auch abseits. Ja, war gut, war auch abseits. Nichtsdestotrotz, erste Chance. Ja, und hier sogar fast mit Erfolg. Auch, also Respekt an den Assistenten an der Linie, hat er gut gesehen. Auch wenn er ein 1A KI-Charakter ist, ne? Ja, ich glaube, der sieht alles. Der sieht einfach leider alles. Das ist so mit Federn. Das haben sie noch nicht eingebaut. Da wäre natürlich auch mal eine interessante Variante für FIFA mit Fehler. Schiedsrichter. Ja, das könnten sie eigentlich auch mal bringen. Also, ich meine, ich fände es lustig, aber trotz alledem, ich meine, man regt sich ja so schon über manch eine Entscheidung auf und fragt sich so, hä, wieso ist das jetzt hier noch diese Entscheidung? Aber dann hätte FIFA natürlich noch eine Ausrede und würde sagen, hey, guckt mal, wir haben eine Fehlerquote eingebaut. Oh, ja. Gerade das Spiel leicht abgeflacht. Ja, ist jetzt natürlich viel im Mittelfeld. Der Bock Frage ist, geht hier noch? Modus? Was? Oh, aber den fängt er mal ganz easy, den Ball von Bart Finne. Karius hat einen echt goldigen Tag erwischt, muss man sagen. Da wird er einfach weggeschubst. Ja, aber alles noch im Bereich des Erlaubten. Oh, da soll Lehmann geschickt werden. Der ist aber schon ein bisschen ausgepowert, kommt an diesen Ball nicht mehr ran. Und Mali wird während des Abspiels gehindert, aber der Angriff läuft trotzdem weiter über De Blasis. Der ist außen, der hat noch ein bisschen Kraft. Was kann er bringen? Ich weiß zwar nicht, wo er die Kraft hat. Die Grätsche zu spät und ich nehme an, dass der Kölner hier die gelbe Karte sehen wird. Das sehe ich wahrscheinlich auch so. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich glaube, war es Marot oder wer war es nun? Ja, es war Dominik Marot in der 87. Minute. Die Zeit rennt jetzt auch unaufhaltsam. Es könnte die letzte Chance des Spiels sein. Geht hier Mainz etwa doch noch in Führung. Die Uhr sagt 3 Minuten Nachspielzeit. Marot hier klar zu spät, senzt ihm das Standbein weg, was er noch hatte. Und da fällt auch spektakulär, aber ich glaube, da kann er auch nicht stehen bleiben. Die gelbe Karte zu Recht. In jedem Fall ordentlich zugelangt. Und Timo Horn, jetzt muss er nochmal seine Mauer sortieren. Wird es ein direkt geschossener Freistoß? Wird geflankt? Ich kann es dir nicht sagen, aber wenn ich als Kölner weiß, ich habe die meisten Kopfballgegentore bekommen, dann würde ich mich auf eine Flanke auch vorbereiten. Die kommt auch. Kein Abnehmer, zuerst zumindest, da ist Bungert, abgefälscht, nochmal Ecke, glaube ich. Ja, sieht nochmal nach Ecke aus. Ich glaube, Lehmann hat sich noch entscheidend im letzten Moment dazwischen geworfen.
Da kommt Lehmann, der Kapitän der Kölner, ja. Wird hinten an der Wade, glaube ich, getroffen. Und von da der Ball dann zur Ecke. Der Eckball. Brosinski. Ja, was zaubert er jetzt? Er hebt die Hand. Was auch immer das bedeuten mag. Vielleicht haben sie Ecken einstudiert. Oh, falsches Timing da. Und das könnte es gewesen sein. Das ist es auch gewesen. Modest wird sich ärgern. Er hatte eine Chance auf den Fuß, die er auf jeden Fall machen kann. Noch eher, vielleicht sogar Bittencourt. Im Endeffekt bleibt es beim 0-0 und ein Kölner hält seinen legendären Status bei. Lukas Podolski nämlich, der das letzte Tor gegen Mainz geschossen hat. Wollen wir hoffen, dass es irgendwann einen neuen gibt. Ansonsten wären das ziemlich einseitige Partien, würde ich sagen. Die Mannschaften natürlich mit diesem Ergebnis habe ich natürlich jetzt nicht nachgeguckt, aber man bleibt dann wahrscheinlich relativ positionsgetreu oder rutscht vermutlich sogar noch weiter ab. 7., 9. Platz, dann würde man sich ja vielleicht auch schon langsam nach unten umgucken. Dann geht es ja in die untere Hälfte der Tabelle, aber Köln natürlich bisher mit einer sehr guten Saison. Die Mainzer sollten sie gewinnen, stehen sie natürlich auch ganz gut da. Die Kölner würden überragend dastehen. So ist das vielleicht das Ergebnis, was man laut den Statistiken so erwarten kann. Ich denke aber schon, dass die Kölner das machen können. Ich glaube im Endeffekt in diesem Spiel, wie du schon sagst, können beide es machen. Ich glaube, dass die Mainzer es im Endeffekt machen werden, einfach weil ich nämlich glaube, dass Lukas Podolski einfach weiterhin seinen Status halten wird. Und der letzte Torschütze gegen Mainz bleiben wird, zumindest für ein weiteres halbes Jahr. Ja, wenn ich mir das nochmal so angucke, dann wollen die Kölner vielleicht auch einfach nicht. Zumindest in der ersten Halbzeit. Da hat Karius auch grandios gehalten. Ich würde sagen, einfach Chance nicht genutzt. Ne? Die Mainzer im Endeffekt aber eigentlich chancenlos, zumindest in der ersten Halbzeit. Oh ja, da sehe ich gerade nochmal den Kopfball von Modest. Da kann er sich tatsächlich aussuchen und er köpft in die Mitte. Richtig, ich hätte ihn einfach nur rechts oder links hingelegt, das wäre so einfach gewesen, aber... Da nochmal das starke Einsteigen von Marot. Der Ball wäre wahrscheinlich eh weg gewesen, aber... Zumindest hätte ihn Horn gefangen, das hat man ja in der Animation noch gesehen. Das hat man ja gesehen. So hat er nochmal für Gefahr gesorgt, Freistoß und Ecke danach nochmal und eigene Angriffsmöglichkeiten dadurch verhindert, aber wer weiß, die hätte ja auch anders kommen können, die Flanke. Die hätte anders kommen können. Schauen wir schauen auf die Statistik, Heuli. Und die sagt? Die sagt, in der zweiten Halbzeit hat Mainz doch noch mal ein bisschen zugelegt, würde ich sagen. Ein bisschen zugelegt und Köln auch nicht mehr so viel hingekriegt, weil wir waren, glaube ich, zur Halbzeit schon bei 7 Schüssen. 7-4, oder so. Glaube ich, ja. 7-4 und spricht dafür, dass die zweite Hälfte deutlich ausgeglichener war. Die Wechsel haben sich nicht so gelohnt, ja. Ich glaube, die Heatmap war dann, glaube ich, auch mehr im Mittelfeld. Ja. Guck mal, gibt es hier irgendwo diese komische Anzeige, wo man weiß, wo die... Ich glaube nicht, aber lass uns doch einfach nochmal schauen. Ballbesitz. Da die Kölner doch führen, auch die zweite Halbzeit hat daran anscheinend nichts geändert. Auch zweikampftechnisch waren sie mehr dabei, auch foulstechnisch waren sie mehr dabei. Aber es war insgesamt eigentlich schon ein relativ faires Spiel. Was ich dir noch sagen kann, Köln hat aus 5 Ecken nichts gerissen. Ja, ist halt kein Kiel. Ist halt kein Kiel. Erinnern wir uns nochmal an die Abseitsposition, die war ja auch nicht so schlecht, wobei der Schuss, das hatten wir auch gesehen, der ist dann ja daneben gegangen. Schussgenauigkeit ist etwas, an dem wir nach dieser etwas längeren FIFA-Pause beide wieder arbeiten können. Eindeutig. Passgenauigkeit ebenso. Ich schaue gerade nochmal bei mir. Dennoch, bester Spieler des Spiels, Leonardo Bittencourt. Mit einer 8,3. Okay, mein Name ist Brosinski mit einer 7,6. Aber bei mir ist es bei dir Karius mit 10,0. Ja gut, den habe ich noch gar nicht mitgerechnet, aber... Der hat auch ein Bombenspiel abgeliefert und jetzt, wo ich die 10,0 sehe, lag es auch vielleicht einfach an Karius, dass die Kölner hier nichts machen konnten. Er hat den Tag der Tage erwischt, richtig. Da machst du nichts. Einfach mal alles weggehauen, was er gefunden hat. Aber wir werden dann mal sehen, wie es dann wirklich am Wochenende ablaufen wird. Hoffentlich bei nicht ganz so viel Regen, aber hoffentlich auch mit Jascha Zuheide als Schiedsrichter. Und ja, dann wollen wir mal sehen, wie es am Wochenende läuft. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Dann vielleicht auch mit Toren. Also, ne, vielleicht. Tschö.